Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem kleinen Tutorial von quadflyer.net. Heute geht es im Tutorial um das Bauen eines Netzteils oder eines Labornetzteils. Dazu habe ich mir eine Vorlage ausgedruckt, ganz einfach und ja, simpel. So sieht sie aus. Oben kommt der Deckel rauf, hier kommt das gute Teil rein. Und unten sitzt das Netzteil drin. Hier ist das gute Teil, um das es geht. Das habe ich bei Bengo gekauft und kostet um die 19 Euro. Der große Vorteil von diesem kleinen Netzteil kann man ja nicht sagen, sondern im Prinzip Control-Teil für die Spannung und die Amperestärke. Kann man im Prinzip sehr gut einstellen, einfach aufgrund dessen, dass man halt Spannung und Ampere unabhängig voneinander einstellt. Das Ganze funktioniert bis 20 Volt und 2 Ampere und gibt es auch noch in einer Stufe größer, ich glaube bis 30 Volt und da sind es dann glaube ich 3 Ampere. So, für den Aufbau an sich brauchen wir eigentlich halt wie gesagt die Teile, die ich halt schon gezeigt habe. Logischerweise noch ein Netzteil, was das ganze Control-Teil sozusagen mit Strom versorgt und dann entsprechend weiterleitet. Ich habe da jetzt hier so ein Notebook-Netzteil aus der Krabbelkiste bei mir. Die gibt es bei eBay aber im Prinzip auch so ab 10 Euro ungefähr zu kaufen. Wichtig ist halt, dass man hier einen Stecker hat, wo auch immer meiner jetzt gerade ist. Da ist er. So sieht das Ganze dann aus, wird dann halt hier reingesteckt und hier mit dem Control-Teil verbunden, kommt hier unten rein und zu guter Letzt brauchen wir dann noch ebenfalls für den Anschluss hier hinten den Ausgang, wo wir dann halt unsere LED, was auch immer wir da anschließen wollen, halt anschließen. So, dann fangen wir mit dem Aufbau mal an. Dafür nehmen wir uns als erstes einen guten Kasten. Ich habe das so vorbereitet, dass das im Prinzip hier dann ordentlich reinpasst und hinten im Prinzip der Stecker reingesteckt werden kann. So wird das Ganze jetzt dort reingeklebt. Ich habe es auch ein bisschen größer gemacht, die Netzteile sind ja doch unterschiedlich groß von der Größe. Das eine ist ein bisschen länger oder das andere ein bisschen breiter. Also ist die Box dementsprechend auch ein bisschen größer geworden, sodass man da nicht unbedingt was Neues zeichnen muss. Dann nehme ich mir einfach ein bisschen Spiegeltape und die Box nochmal zur Seite. Schneide mir da ein paar Stücken zurecht. Die Schere ist nicht da. Die ungefähre Breite, es geht ja bloß darum, dass es da halt fixiert ist und nicht verrutschen kann. Ist das jetzt leer hier oder? Nehmen wir hiervon noch ein Stück. Das ist auch Spiegeltape, bloß halt ein bisschen stärker. Erfüllt aber denselben Zweck. Mal hier hinten noch drauf. So. Das reicht im Prinzip ja schon aus. Sollte ja ausreichen, dass es dann verklebt werden kann. Machen wir die Teile ab. Bei dem roten geht es immer nicht ganz so schön, leider Gottes. So. Dann nehmen wir uns hier nochmal die Position. Drücken, wie es immer so ist. Und dann sollte das Ganze auch schon halten. So, dann brauchen wir einen Stromzieher, den Controller, schließen das Ganze an
in plus und minus logischerweise an und an den Ausgang nachher kommt dann unsere Krokodilklemmen, könnte man sich dort logischerweise auch anschließen oder sonst was. Ich habe mir jetzt einfach erstmal hier so ein kleines Stück Kabel genommen für die 2 Ampere und 12 Volt, wie ich es jetzt hier im Netzteil verwende, reicht das auf jeden Fall aus. So, dann wird das Ganze hier in die Platte eingeklickt. Sieht eigentlich, denke ich, ganz gut aus. Man hat einen schönen sauberen Abschluss und kann dann dementsprechend halt, wenn es nachher steht, auch hier schön die ganzen Einstellungen vornehmen. So, dann schließe ich das jetzt nochmal schnell an. Der Anschluss erfolgt dann halt, wie ich es gerade schon erklärt habe. Und da habe ich schon wieder rausgerückt. Das war natürlich nicht Sinn und Zweck. So, und dann kommt noch mein Kabel, was ich halt ja schon gesagt hatte, auf der anderen Seite noch nicht abisoliert. Soll nicht das Problem sein. So, das sind dann meine Anschlussenden. Ich nutze dann halt hier so eine Krokodilklemmen, da habe ich hier noch 2 Stück, die werden dann angeschlossen, dann ist die Sache auch in Ordnung. So, das wird dann hier an den Ausgang angeschlossen, Plus liegt auf der rechten Seite und Masse daneben. Das Ganze wieder festschrauben. So, dann haben wir im Prinzip die Sache soweit auch abgeschlossen. Achso, das wird hier nicht so ganz funktionieren. Die Kabel werden dann hier einfach durch die Öffnungen geführt. Zack. Und dann setzt man sich das Teil halt hier oben ein. Sollte eigentlich perfekt passen. Sieht ganz gut aus. So, und dann habe ich jetzt hier oben noch 6 Löcher reingemacht. Also ist nicht zwingend notwendig, dass man das macht. Aber ich denke, meine Verschraubung ist immer gut. Also nutzen wir hier den kleinen Imbus, da sind M2 Schrauben. Ich habe da halt immer ein kleines Paket. Die meisten von euch werden die bestimmt auch haben. Die sind ja immer, weiß ich, bei den kleinen Minimotoren und so weiter sind die ja dabei. Ansonsten bestellt man sich halt einfach ein kleines Paket, die kosten ja bloß 3-4 Euro. So, dann werden die alle verschraubt. Dann können wir den Funktionstest mal vornehmen. Die Vorlage hier für die Box, die findet ihr dann wie immer bei mir im Blog oder halt auch bei Singiverse jetzt neuerdings. So. So wäre die würde sie dann fertig aussehen. Ich denke, das ist eigentlich ganz gut. Alle Sachen können gut bedient werden, kann eingestellt werden. Auf der Seite kommen hier die
Anschlüsse heraus. Und da ist der Anschluss für unser Netzteil, Netzstecker. Den stecken wir mal rein. Verbinden die ganze Sache mit Strom. Hier hinten machen wir die Kabel ein bisschen noch anders. So sieht das Ganze dann aus. Ich denke, man kann es ganz gut sehen. Das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Oben sieht man die Spannung, die jetzt eingeleitet wird. Das ist also ein 12 Volt Netzteil. Demzufolge kommen wir 12,4 Volt an, also die sind ja nicht immer ganz genau. Darunter würde die Spannung stehen, die man jetzt einstellt. Dann sieht man halt zur Kontrolle nochmal die Spannung, die dann rausgeht, also die dann tatsächlich rausgeht. Darunter die Einstellung für die Ampere Stärke. Dann halt die Kontrolle, was kommt dann raus. Und finde ich auch ganz gut, unten noch die Poweranzeige, wo man dann sieht, wie viel Watt dann tatsächlich verbraucht werden. Kann man sich auch schnell ausrechnen, aber so hat man alles auf einen Blick. Das Display an sich finde ich auch recht gut gelungen. Sieht ein bisschen farbig. Es gibt jetzt da sogar eine neue Version, das ist komplett Farbdisplay. Aber mir reicht das so auch völlig aus. So, dann stellen wir hier unten das Ganze mal ein. Dann sieht man, dass das hier halt angegangen ist. Dann sieht man jetzt auch bei Out, dass dort 5 Volt eingestellt sind und bei Out hier, ja, ist ja kein Verbraucher dran, demzufolge ist da jetzt auch erstmal bei Out, E-Out nicht zu sehen. Dann können wir das Ganze hier einstellen, dazu verwenden wir die Taste Set. Man sieht dann halt den entsprechenden Menüpunkt mit einem Strich markiert. Kann dann halt mit den Tasten M1 und M2 hier im Menü halt auf und ab. Wenn man jetzt halt einen, im Prinzip einen Spalter rüber möchte, könnte man ja denken, man drückt wieder Set. Das ist aber leider nicht der Fall. Man muss also Set drücken. Im Anschluss drückt man den Drehbutton und kommt dann halt zu den Einstellungen. Dort könnten wir jetzt halt hier zum Beispiel unsere Spannung verstellen. Was nicht funktioniert, warum auch immer. Achso, hier funktioniert's. Wir können halt nur bis 9 Volt die ganze Sache einstellen. Eigentlich auch ziemlich logisch, wenn jetzt die 12 Volt Eingangsspannung sind. Gute Netzteile könnten dann sicherlich auch bis 12 Volt arbeiten. Und hier geht es dann halt bis 9 Volt. Also bräuchte man jetzt dementsprechend eine höhere Spannungsquelle von ca. 16 Volt, damit man halt die 12 Volt tatsächlich auch im Ausgang erreicht. Für mich, für meine Sachen hier, FPV-Equipment testen und so weiter, da bewegt sich das Ganze meistens zwischen 3 und 5 Volt und demzufolge reichen mir die 9 Volt völlig aus. So, dann würden wir die jetzt einfach mal setzen, könnten hinten noch die Kommastelle, also nach der Kommastelle, die Voltzahl setzen. Wird ja auch manchmal benötigt und könnten dann wieder zurück ins Menü, sehen dann jetzt halt die 9 Volt sind gesetzt und die 9 Volt kommen auch raus oder 9,4 Volt. Das Ganze können wir auch nochmal für I machen, gehen halt auf, oh, das ist mir schon wieder passiert, gehen halt auf I, drücken Anschluss auf den Drehbutton hier und können dann unsere Spannung halt einstellen. Maximum sind 2,1 Ampere und im Anschluss kann man es dann halt runterdrehen und entsprechend konfigurieren. Und da sieht man halt den großen Vorteil gegenüber den Billiglabornetzteilen, die man bei eBay dafür 30 Euro oder so bekommt. Hier wird halt wirklich Spannung und Ampere unabhängig voneinander eingestellt. Und das ist halt dann doch teilweise sehr wichtig, dass man halt einfach auch die Spannungsangaben und Ampere-Stärken halt einstellen kann, die man tatsächlich auch in der Bedienungsanleitung liest und nicht, dass halt sich die Stromstärke ändert, nur weil man halt die Spannung leicht reduziert. So, dann könnten wir das hier, ich setze einfach mal wieder auf 2 Ampere, bestätigen das Ganze, jetzt könnten wir halt hier einen Verbraucher anhängen. Ja, dann kommen wir nochmal zu einem kleinen Demonstrationsbeispiel. Hier, das sind die
typischen Bananenstecker sollte ihr eigentlich jeder kennen. Schließen wir jetzt hier einfach mal an. Plus und dann Masse. Ich habe hier mal so eine LED vorbereitet. Schließen wir das Ganze an. Eingestellt haben wir es ja zuvor. Ich habe jetzt halt hier die, die 9 Volt eingestellt oder 9,4 Volt und 2,1 Ampere. Das ist jetzt ja eigentlich eine 12 Volt Lampe, aber leuchten sollte sie trotzdem. Jetzt könnten wir hier auch nochmal die Stromstärke einfach ein bisschen verändern. Dann sagen wir mal, wir machen 0,1 und dann sieht man auch die Veränderung bei der LED. Weniger kann ich gar nicht machen. Doch. Das geht dann halt wirklich bis 0,1 und dann ist er aus. Gehen wir nochmal hoch. Ja, und höher als 0,2 Ampere geht sie halt nicht bei 9 Volt. Dann können wir nochmal die Voltzahl einstellen. Hier verändert sich logischerweise dann die Amperestärke. Ist ja korrekt, aber wir können halt die Amperestärke bei 9,4 Volt halt auch unabhängig einstellen. Ja. Und man sieht hier halt ganz gut, wo fängt es an, bei 5 Volt, bei 8 Volt leuchtet sie schon ganz gut, also könnte man sie eigentlich auch ganz gut mit 9 Volt betreiben. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked oder vielleicht auch meinen Kanal abonniert. Und wer weitere Informationen noch erhalten möchte, der kann logischerweise wie immer bei mir im Blog das Tutorial dazu nachlesen. Da werde ich dann die ganzen Sachen auch nochmal bebildert in einer kleinen Anleitung verpacken. Bis dahin!